muss dringend was essen. Hast du noch was? Ja, zwei Fleisch habe ich noch. Mehr nicht mehr. Wir müssen dringend ein Lagerfeuer irgendwo mal machen. Stimberries habe ich gerade gegessen. Oh, Achtung, Dilo hinter dir. Oh Gott, ich verhungere auch. Scheiße. Dann mach mal ein Lagerfeuer hier. Weil was soll's? Ich muss mich ja auch heilen irgendwie, ne? Shit. Ja, ja, das Heilen, das verbraucht ziemlich viele. Ziemlich viel Essen. Was? Wunderkerze-Skin? Hm? Hast du die erste Nacht überlebt in Ark, dann bekommst du den Wunderkerze-Skin. So. Immer so dreist, dann nehmen wir das erste Stück Fleisch. Ja, ja, mach das, mach das. Ich kann mir kein Speer mehr machen, was fehlt denn da? Fiber, oh Gott, diese Fiber. Oh, der Dilo kommt. Oh, das ist ein Raptor. Nein, ich habe keine Waffe. Scheiße. Noch fast tot. Ich glaube, der killt mich jetzt. Nein, oder? Kann nichts machen. Der ist auf mich aufmerksam geworden. Okay. Habe ich vielleicht doch noch mal eine Chance, aber nee, ich glaube eher nicht. Ich verfriere, glaube ich, im Wasser. Oh, der ist 49. Nee, ich bin tot. Oh fuck, danach kommt er sicher zu mir. Scheiße. Ja, er kommt zu mir. Nein! Okay, auch gut. Ja, Mann! Ich habe doch jetzt einen Raptor aus dem Wald. Ich habe doch gesagt, hier gibt's irgendwo Raptoren, aufpassen. Dann starten wir jetzt gleich im 7, oder? Ja, ich würde wir waren schon da hinten. Was mit den Sachen? Ja, meinst du, wir schaffen das in der Zeit, ja? Und dann starten wir trotzdem im Süden, oder? Da sind wir ein Stück näher. Glaube ich. Da könnten wir gleich rüber zur Insel. Also ja, Süden, oder? Wir probieren's mal, komm. Mist! Ja, da konnte ich nicht rechnen. Ich muss mir einen Speer machen. Also da konnte ich keine Rücksicht nehmen eben. Ja, wir hätten ja einfach... Der Speer ist schlecht. Na ja, wir hätten einfach ein bisschen weitergehen können. Naja, egal. Hier geht's halt echt gleich... Oh nein, ich habe einen Trike getroffen. Scheiße, mit der Faust. Das ist mir einfach in den Baum reingelaufen. Nein. Ah, oh, es geht ja gut los, ja. Da hinten bist du. Pass auf, dass das Strike nicht macht. Weißt du, wo wir gestorben sind? Ich habe diese Strähle angemacht, dass man sieht, wo man gestorben ist. Dann ich gehen wir jetzt schnell hin. Mach Vorsicht, da kommt das Strike gerade. Ah. Nein, jetzt habe ich keinen Ausdauer mehr. Okay, ich glaube, jetzt ist es wieder okay. Ja, da kommen wir nicht so schnell hin, Benny. Bramor. Entschuldigung. Meinst du? Ich muss doch erst wieder über das Wasser. Ich erfriere hier, wenn ich mir jetzt nicht irgendwas besorge. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst. Oh Mist. Müssen wir uns erst orientieren, müssen wir zum Redwood, den sehen, und dann kann ich dir zeigen von da aus. Ah, manchmal bereue ich es, von vorne jetzt angefangen zu haben. Aber okay. Hey, komm, das war ein Rückschlag gerade. Und jetzt kann man schon den Bogen machen. Bald gehen auch Narkotics und alles. Das läuft doch. Es ist halt auch, sind halt auch ziemlich hoch hier, die Dinos. Naja. Mir gar nicht berücksichtigt. Hast du ja nicht mehr zugesagt. Deswegen, ich glaube, ich werde relativ früh meine Dinos vom Obelisken holen. Ja, so machen, da klar. Bin ich hier sicher. Aus gutem Grund auch. Ne? Das ist schon nicht so einfach. Das sind ja schon zwei erfahrene Ark-Veteranen und trotzdem schon mal gestorben. Weil wir haben gerade drei Schildkröten besiegt, den billigen Anfangssternen. Einer davon war sogar zeitweise mitboostet. Das ist schon nicht so ohne. Es wird hier wieder dunkel. Jetzt auch gerade wieder. Diese Bäume, die kriegt man gar nicht kaputt. Gar nicht gewohnt, dass man so lange braucht, um so einen Baum abzubauen. Ja, stimmt. Eine Fackel. Da sitzt vielleicht dran.
Ach. Was brauche ich denn noch für dieses verdammte Lagerfeuer? Jetzt geht's. So, Lagerfeuer habe ich auch. Oh Mann. Oh, schon wieder eine Stufe. Das mit den Stufen, das ist ja super, das geht. Ah, so. Schild könnte ich schon lernen. Oh, da hinten die Vulkane, siehst du das? Gerade nicht. Hier, musst du in meine Richtung stellen? Ich muss mich gerade um mein Überleben kümmern. Richtung? Ach, da die rot, die auch in den Vulkan. Ja, geil. Könntest du überall schon hin mit deinem Archie, ne? Ja. Leder, das nervt mich. Jetzt brauchen wir für so einige Sachen immer Leder. Die Polas. Nein! Ja, komm. Nein! Oh. Gestorben? Nein, hab aus Versehen. Ach, wir sind doch noch gar nicht in einem Tribe, wir müssen uns mal zusammenschließen. Ja, mal her, dann lade ich dich halt ein. Ich dachte, du machst das. Zeig mal her. Okay, ich glaube, ich muss erst noch... Oh, ich bin gleich tot! Hilfe! Hilfe, Hilfe! Amor... LP nennen wir uns jetzt. Kann man ja, glaube ich, umbenennen, oder? Nochmal. Wieso sollten wir es umbenennen? Hä? Wieso sollten wir es umbenennen? Ja, wieso? Ja, keine Ahnung, aber man kann den Tribe umbenennen im Prinzip. Brauchen wir nicht unbedingt. Dann machen, sammeln wir mal Vorschläge. Gleich. Schnell Bären futtern. Wie dreht sich nochmal bei? Ich habe dich, glaube ich, gerade eingeladen, ja? Ja, aber irgendwie, ich war gerade im Menü. Das Tribe-Menü öffnen und dann hast du, glaube ich, irgendwie eine Einladung, die du da siehst. Stammverwaltung, nee. Benenne neuen, deinen neuen, nee, möchte ich ja gar nicht. Ah, oh, Hunger, Hunger, Hunger. Haben Hunger, Hunger, Hunger. Dann versuch's nochmal. Jetzt? Jetzt geht's. Ich muss halten und dann... Da. Schnell eine Hose. Das dürfte nur in einem Tribe sein. Oh, ich werde wieder frieren. Schnell! Wieso braucht dieses verdammte Fleisch so lange? Oh, Gott sei Dank. Ich kann ja auch Skinbeeren essen, stimmt. Stimmt, ja, stimmt, ja. Geht ja alles. Guck mal, jetzt kriegen wir auch wieder schnelle Erfahrung. Das hätten wir von Anfang an mal machen müssen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Öspaddel. Ein bisschen mehr Pflanzen können sie auch geben. Ein bisschen rar alles. Ja, momentan hier ja. Es gibt bestimmt irgendwo noch dichtere Wälder und sowas. Ich vermute mal in den, genau, in den im Wald wird es dann mehr. Wie sieht denn hier der Boden aus? Mir sieht der relativ kahl aus. Das ist wie so, eher wie so ein Grasland. Guck gleich mal. Nee, bei mir ist er bewachsen. Ich kann den Boden, ich sehe den Boden kaum. Echt? Was ist denn da alles? Ja, Gras auch. Gras, oder? Ja. Und ein paar Blümchen zwischendrin. Boah, das muss ich bei mir mal irgendwann irgendwie umstellen. Ich hab sowas gar nicht. Will es auch haben. Ja, dann müsstest du es umstellen wahrscheinlich. Mach ich dann das nächste Mal. Boah, jetzt bin ich nämlich einfach verhungern. Da haben wir jetzt auch Schaden gekriegt, deswegen. Ja. Oh, oh, da wird der, wird ein Runner, oder wie heißt der nochmal? Gott, Para verfolgt von irgendwas. Ich gehe mal lieber ein paar Schritte zurück. Ruhig zurück an den Strand hier. Da sind nochmal, ich habe auch nochmal zwei Fleisch für dich. Na super, weil ich verhungere gleich. Verhunger und verdurste, wegen den Stimbeeren, die ich gefuttert habe. So, schnell ans Feuer ran. Zwei Fleisch für dich. Ist das ein Hai da hinten?
denke mal. Nee. Boah, das ist. Was ist denn das für ein Riesenfisch? Könnte sein, dass wir den mal versucht haben zu zähmen. Nee, es war, der sah anders aus. Dunklus, oder wie. Ja, aber der sah anders aus. Der sieht cool aus. Der sieht ziemlich friedlich aus. Tja. Wenn er friedlich aussieht. Wissen wir aber leider noch nicht, ob er friedlich ist. Ja. Oh, ich habe meine Fackel hinten abgeworfen irgendwie. Hier ist dein. Ja, stimmt. Mit Rechtsklick wirft man die ab. Hier ist dein Fleischpaket, dein kleines. Ja, super, danke. Ich tausche das mal gerade aus, das Holz mit Fleisch. Da brennt es ein bisschen länger. Dann muss ich jetzt mal wieder meine Rüstung mir mal nichts herstellen. Zu essen in der Nähe. So, jetzt könnte man theoretisch, wenn wir noch ein bisschen Proviant haben, könnte man versuchen, wieder hinzukommen. Ja, ich glaube, es bringt jetzt nicht mehr so viel. Unsere Dinger dürften, glaube ich, unsere Leichen dürften weg sein, oder? Jedenfalls muss ich mal unbedingt was zu essen holen gerade. Da hinten ist ein Dodo. Gut. Nee, die halten, glaube ich, 1/4 Stunde oder so. Okay. Die müssten, glaube ich, noch da sein. Viertelstunden sind wir noch nicht tot. Denke ich. Ah, Mann. Schätzt. Oh, das ist ein Kompi. Nein, das ist noch ein Kompi. Aufpasse, ich komme. Aber ich wollte eben einen Para töten, der ist mir davon gelaufen. Dann haben wir wieder was davon. Das ist super. Okay, hab jetzt ein bisschen was zu essen. Da ist, dann hol ich auch noch mal was. Ich brauche auch noch Heide. Heide? Yep. Oh, ganz wichtig. Genau. Das ist nachher meine Insel da. Nein, aber hier ist auch eine coole Insel. Kann man... Welche denn? Das ist nur eine einzige, ganz Mini-Insel. Die, auf die wir gerade rüber gucken? Ja, genau. Mit den Bäumen auf den Felsen drauf oben. Hast du die? Nee. Das ist so eine Wind Waker. Du bist ja nicht bei mir. Ach, da hinten bist du. Du bist nicht gefasst. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Was muss ich denn da einstellen, dass ich das genauso hab wie bei dir? Ich will auch diese ganzen Pflanzen sehen. Ich habe alles auf Ultra, also. Texturen oder was? Keine Ahnung. Kann ich dir mal nachher nach der Session zeige ich dir das mal. Naja, gut. Ist halt so im Moment. Da ist noch mehr Fleisch. Noch mehr Liter Fleisch. Oh, ich verhungere gleich wieder. Ich hol mir noch mal ein paar Beeren. Das ist auch schon Fleischbrot, wenn du was essen willst, ne? Ja, ich brauche eh noch Fasern gerade. Kann ich mir jetzt gerade so holen. So. Welche Nahkampfwaffe kann man denn jetzt schon machen? Diese billigen Speere, die muss man immer bis zum Schluss. Ich weiß. Dafür, dass man keine Axt oder sowas machen kann, die effektiv im Nahkampf ist. Na, gibt's hier leider nicht. Oder halt ein Speer aus irgendeinem anderen Material, Obsidian-Speer oder so, der nicht sofort zerbricht. Das wäre gut, das wäre praktisch. Irgendwas. Die Keule ist, glaube ich, nicht so effektiv, ne? Bumerang können wir jetzt leider nicht lernen. Aber da braucht man, glaube ich, sowieso Sand dafür. Das kann sein. Ich habe den Bumerang bei Scott... Oh, wieder eine Stufe. Was Gott, ist nie wirklich. Alles klar. Oh. Ein Stähler hat mir meine Fackel gestohlen. Ich hatte zwei Fackeln drin. Der kommt am Ende wieder, pass auf. Ja, der weiß, wo es was zu holen gibt dann. Mach mal schnell eine Bola. Im Fall der Fälle. Dann brauche ich nochmal Flint und Holz. Wollen wir weiterziehen? Moment.
Hier sind 4 Fleisch für dich drin. Ist jetzt ein richtig dünner Kerl im Vergleich zu sonst. Ich? Ja. Ja, ja, habe ich mir jetzt mal gedacht, mache ich jetzt einfach mal so. Muss ja halt immer hier der Bodybuilder sein von uns. Gehen wir? Ich trinke nur noch kurz was. So, jetzt können wir. Ja. Muss ja nicht immer Muskelmann sein, genau. Bald sollten wir uns trotzdem mal bemühen, irgendwie eine kleine Hütte zu machen. Ja. Aber das könnte man theoretisch überall machen. Ja, ja. Ich habe noch einen Speer, da hinten ist ein Dilo. Ich habe auch nur einen Speer, also aufpasse. Ach, da ist nur Stufe 8. Ich sehe nichts. Brauchst du ihn ab? Ja. Ja, gut. Jetzt sehe ich wieder was. Dann kann ich mir nur einen zweiten Speer zusammenklicken. So, so, so. Kann ich vielleicht auch noch einen zweiten Speer machen. Praktisch wär's. Nee, fehlt mir noch Feuerstein, okay. Ach guck mal, da hinten ist wieder ein Schubser. Huch, Pfeile brauche ich. Ah, ich brauche Pfeile. Ja, stimmt. Ja, die ganzen alten Dinos hier. Cool, Farbe. Also der grüne Abschluss wäre es, wenn wir an der Stelle, an die wir auch ran wollten, wenn wir da eine Hütte bauen, eine kleine. Genau, ja, irgendwo, da, Hauptsache eine Hütte. Eine kleine Strohhütte. Ist, glaube ich, ein Raptor da hinten. Vorne links von uns. Die Morpho gibt es ja auch wieder, stimmt. Da gibt es jetzt alle Dinos wieder, außer halt, die es nur bei Scorch Earth gab. Aber hier sind wir doch schon relativ beim blauen Obelisken. Das passt doch relativ gut schon. Das ist der Redwood, glaube ich, oder? Guck ich gerade total falsch. Nee, das ist nicht der Redwood. Das ist der rote Obelisk, den. Oder wir sind das ist der blaue, oder ist der rote? Da hinten ist doch das Vulkangebiet. Ach nee, das ist der blaue, stimmt. Ja, ja. Hier wollten wir ja ungefähr hin. So. Aber wir wollten, glaube ich, auf eine andere Seite irgendwo, ne? Das ist also zu diesem Flusslauf. Das kann sein. Oh, 52 Kilo. Oi, oi, oi. Okay. Toi, toi, toi. Vielleicht kriegen wir den. Schon, da kommt noch der andere von hinten. Wo denn? Haben wir Glück gehabt? Vorsicht. Nee, der kommt nicht. Raptor ist ja eigentlich auch kein Problem. Oh, da hinten? Nee, doch Cola. Nicht. Kann man den ja einfach aufhalten. Von was wird denn der verfolgt? Da ist nämlich, der links ist ein Raptor, der hat gerade irgendwas gekillt und dann hat er einen Check gekriegt. Der hinten ist ein Stego, oder? Oder ist es einer von den neuen? Nee, ist einer von den neuen Stegos da. Da ist der Raptor, der verfolgt gerade einen anderen. Puh. Einer von den neuen, diese Stachler, oder was? Genau. Bist du mir jetzt lang? Hier, ich bin hinter dir. Habe ich dich gerade nicht gesehen, ich habe mich einmal rumgedreht. Okay. Komisch. Oder ist es ein Stego? Das ist doch ein Stego. Sag ich mal, hier im Wasser ist da irgendwas? Nein, gut. Ich weiß noch, wie ich so lange also, unbedingt ein Stego wollte. In der Island. Stego! Ja! Nein, der hat Zuckungen! Der macht Breakdance! Will durchs Wasser, aber er kann nicht, das Spiel verhindert ist. Jetzt müssen wir uns da ans Wasser stellen, dann springt er so uns über uns drüber wie Free Willy. Ja, genau. Das Spiel hat eine unsichtbare Wand für den. Nein! Wird vom Spiel verhindert, behindert. Oh, da ist nochmal ein Stähler. Den können wir uns mit der Bola kaufen. Oh, das ist ein Kano oder sowas. Kano, gell? Ein Kano. Oh, wow, 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 wow. Ein Kano schaffen wir nicht.
Und brannt auch noch. Schnell weiter. Ein Hund im Büro. Ja, ein Kanu am Strand. Ein Kamel im Dschungel. Da hinten links ist auch noch so ein neuer, ne? So ein ja, dieser Jutyrannosaurus. Nein, das ist so ein anderer. Der sieht ein bisschen aus wie der Jutyrano. Ja? Das ist so ein anderer mit so Klauenhänden. Okay. Ich habe mir im Einzelspieler geholt, gerade zwei Stück. Ach, cool. Die sind haben einen sehr, sehr hohen Schadensoutput. Ah, auch fernhalten. Ist Fleischfresser, oder? Aber, nee, ist ein Pflanzenfresser. Okay. Aber die greifen eigentlich an, nur wenn man so nah, zu nah, also wirklich ganz nah rangeht. Ah, okay. Ha, super hier, das ist auch schon der blaue Obelisk, der braucht nicht mehr lange. Ja. Das dann Problem ist... Vorsicht, da ist irgendwas. Ein Galli, okay. Er wird verfolgt von einer ganzen Dreiergruppe von Raptoren. Ich hab's gesehen, waren. Weg hier. Eieiei, schneller an den Strand ran. Aber unsere Leichname sehe ich auch nicht mehr, die müssten jetzt eigentlich da drüben liegen, gell? Ja. Ein Stückchen noch. Das müsste, aber eine Viertelstunde ist glaube ich auch rum schon. Ja, aber wir haben ja, ich habe jetzt nicht mehr so wichtige Sachen. Ich habe jetzt alles wieder gemacht, was ich hatte, also. Wir könnten es auch mal ein bisschen höher einstellen, wenn wir das wollen. Ich müsste gleich mal weg, kurz, weil was gepiepst hat, also eine Waschmaschine. Die müsste ich kurz mal die Wäsche in den Trockner. Oh, okay. Kannst mich hier nicht alleine lassen? Doch, muss ich. Hier könnte man langsam bauen, oder? Dann sind wir am blauen Obelisken, da kannst du dir dann deine Dinos holen. Ich hätte nur ein bisschen, gerne ein bisschen mehr Holz in der Nähe. Ne, also wie diese, so ein Palmengebiet. Hier, sowas hier. Auf dem Hügel da oben, ha? Aber doch einen ganz coolen Ausblick. Moshops. Ja. Galli. Viele Pflanzenfresser. Sieht doch ganz gut aus. Raptoren allerdings auch. Da hinten läuft wieder einer. Ja, ich sehe ihn. Müssen wir bald einen Zaun machen, dann. Naja, oder ich nehme mal, oder ich hole mal einen T-Rex und der verteidigt das hier. Oh, die kommen, oder? Da kommt einer. Zwei. Geh mal ein bisschen weiter hier ran. Da könnten wir was bauen, aber da kommt glaube ich. Die sollen mal wegbleiben von uns. Die verfolgen glaube ich den Galli hier. Ja, nicht mehr. Ich denke, die haben sich ein anderes Ziel gesucht. Oh, Level 82 Moshops. Ja, hier gibt's echt mächtiger, ne? Oh nein, Kombis! Kommst du klar? Vier Stück, ich bin mir nicht sicher. Komm mal zu dir. Läufst du gerade hoch? Ich bin jetzt auf dem Hügel, ja. Da kommen sie. Also hier sind sie. Huiuiui, wenn man hier mal ein Tier findet, zähmt hier so ein großes, dann ist es auch wirklich groß. Ja, auf offiziellen Servern habe ich auch. Sind am Anfang vielleicht die hier. Wo kommst du denn noch her? 100er, die los. Da zähmt man ja in der Regel auch höhere, weil die Server schon so lange schon so lange laufen. Ja. Ich muss mal kurz, passt du kurz auf mich auf, paar Sekündchen. Hier am Strand passiert mir ja nicht viel. Okay. Sonst piepst es die ganze Zeit. Stell ich mal zwischen die ganzen Dodos am besten da. Da passiert hier ganz bestimmt nichts. So, ich bin mal kurz weg, Leute. Bis gleich. Bis gleich. So, und ich kümmere mich schon mal darum, ein paar Fundamente zu bauen. Jetzt kann es weitergehen. Ab und zu mal nach dem Bramor gucken, dass dem nichts passiert. Das wollen wir ja nicht. Was brauche ich denn noch? Fiber. Oh, ich muss ganz viel Fiber holen.
wieder die ganzen Blätter und Gräser einsacken und dann wieder nach dem Bramor gucken. Und der gute Bramor ist wieder da. Bramor babysitten. Ja, der ist wieder da. So. Ich würde sagen, wir bauen eine 6 mal eine 9. 3 mal 3 sind 9. Also so eine 9er, bitte. Okay. Ah, jetzt sehe ich dich. Jetzt, du heißt Jemi, ne? Ja. Hast du das vorher nicht gesehen? Nö. Habe ich schon, aber habe ich nicht so drauf geachtet, weil es hier so hektisch alles war. Ach so. Du hast aber Bramor, ne? Ja. Ja, ja, klar. Ich muss gleich wieder trinken. Trinken, trinken. Ich mach mal ein paar Wände. Schon? Jo, hau rein. Ich würde sagen, wir machen so auch 2 hoch. Und vielleicht auch so in entweder mit Schräge oder mit überstehendem Dach. Ja. Damit es nicht ganz so hässlich aussieht. Ja, gute Idee. Kein Schräg, so ein Quadrat einfach nur. Ein Quader meine ich. Ein Schandfleck. Sonst schön Scorch Earth. Das will ich nicht. Du meinst das Center. Ach, Center, genau. Erstmal dran gewöhnen, wir spielen wieder das Center. Oh Gott, hält der Baum hier viel aus? Wieder halten die Bäume extrem viel aus, oder? Ja, umso schneller können wir auch unsere Sachen hochziehen, ne? Da ja, das schon. So. Mach zweimal und dann hab ich's. Ja, dann mach könntest du dir schon Wände dran setzen, wenn du willst. Moment. Am besten erst hinten, weil ich ja zu den Seiten noch ein bisschen vergrößern will. Ja. Moment, Moment, Moment. Ich komm. Bisschen komisches Gefühl ist es, wenn die Pflanzen einfach kaputt gehen. Ja, so verblassen. Zerfallen, ne? Ja, ja, nicht zerfallen, sondern wirklich, wie du sagtest, verblassen, ja. Sich langsam auflösen, als hätten sie, wären sie von Käfern zerfressen worden. Du weißt zwar nicht, wo du den Eingang oder Ausgang machen wolltest, aber ich setze jetzt einfach mal hier ein bisschen was hin. An den Seiten am besten noch nicht, ne? Was sind für dich die Seiten? Ich weiß ja nicht, wo du hier den Eingang haben wolltest. Oh, ich kann nur noch eins machen. Ach Mist, ich brauche wieder Material. Also hier, ich wollte jetzt da noch eins hinsetzen und dann noch eine Reihe hier. Hier nebendran. Und wo soll man reingehen? Kannst du zum Beispiel hier. Das kannst du dann gerne entscheiden. Also über vorne halt, ne? Ja, okay, auf jeden Fall nicht hier hinten. Das ist auch an der Seite, aber die Seite muss ich ja erst noch machen. Auf jeden Fall nicht hier hinten, da kann ich hier schon mal was hinsetzen. Genau.